Arnulf Meffle kommt wieder auf den linken Flügel. Riskantes Zuspiel von Schwalb. Das Foul von Meffle geschah so frühzeitig, dass die Schiedsrichter zeigen es an. Elesovic Schrittfehler begangen hätte, bevor er den Wurf ausführen konnte. Noch 9 Minuten. 14 zu 13 für Jugoslawien. Und jetzt sind die beiden Norweger doch etwas vorsichtiger mit ihren 7-Meter-Entscheidungen. In der ersten Halbzeit hätte es in dieser Situation, glaube ich, 7 Meter gegeben. Das war doch Schrittfehler. Zu 13 nach diesem Treffer von Kalina, aber vorangegangen war ein eindeutiger Schrittfehler, ein richtiger Nachmittagsspaziergang von Vujovic. Noch 8 Minuten hat die deutsche Mannschaft jetzt Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Es muss, glaube ich, aus dem Rückraum kommen, von Wunderlich oder von Michael Paul. Aber die beiden werden von der äußerst beweglichen jugoslawischen Abwehr sehr frühzeitig genommen. Paul, der Anschlusstreffer, 14 zu 15. Jetzt sind es 3 Tore, die der junge Großwaldstätter in der zweiten Halbzeit erzielt hat. Und hier noch 7 Minuten und 5 Sekunden. Jetzt einen Treffer vermeiden und dann ausgleichen. Kalina hatte den Wurfkreis betreten. Paul wieder im Spiel und Springel geht für Wunderlich hinaus. Noch 6,5 Minuten. Michael Paul. Sie machen das sehr geschickt, die Jugoslawen. Sie nehmen jetzt den Großwaldstätter sehr frühzeitig. Und Wunderlich versucht, Isakovic abzublocken. Wieder Michael Paul und er trifft ins lange Eck. 15 zu 15. Fantastisch, was der Großwaldstätter in den letzten 10 Minuten hier zu Wege gebracht hat. Jeder Wurf ein Treffer. Hier, Sie sehen es, Wunderlich sperrt Isakovic und Paul kommt zum Sprungschuss. Elesovic. Und es hat nur wenige Sekunden gedauert,
Und die Jugoslawen liegen wieder in Führung. Andreas Thiel hat in der zweiten Halbzeit bei den genauen Würfen der Jugoslawen noch nicht sehr viel Gelegenheit zur Abwehr gehabt. Und Simon Schobel nimmt einen Torhüterwechsel vor. Klaus Wöller kommt. Uli Roth. Foul an Meffle. Noch 5 Minuten und 10 Sekunden. Hier Klaus Wöller, der 28-jährige Berliner. Die Jugoslawen haben es hier beim Freiwurf sehr eilig herauszukommen und sofort Michael Paul anzugreifen. Martin Schwalb. Meffle.